oberste Gericht zu Lausanne hat heute entschieden, dass Eltern von einem 14-jährigen autistischen Bub nicht müssen für seine Spezialbetreuung in der normalen Schule zahlen. Der Kanton hat das bis jetzt so gefordert. Zu Unrecht, wie jetzt die Richter entschieden haben, Peter Holzgang. Das ist der 14-jährige Aurel Simon aus Bruck. Seit klein ist er autistisch veranlagt und hat darum regelmässig Mühe mit der Konzentration. Trotzdem ist er in einer ganz normalen zweiten Realschulklasse. Und das gefällt ihm. Mir passt zum Beispiel, dass ich hier gerne in die Schule gehe. Und was ich nicht liebe, ist, zum Beispiel, wenn es lärmig ist. Das ist schwierig. Es ist schwierig. Wenn er auch nur einen Teil des zweiten Realstoffs arbeiten muss, hat er immer einen guten Geist neben sich. Eine sogenannte Schulassistenz. Autisten haben ja die Tendenz, dass sie in einem grossen, wenn sie viele Sachen vor sich zu haben, nicht mehr so genau wissen, wo sie jetzt dran sind. Manchmal längt nur schon einen Finger her, bei der Linie, die er am Schreiben ist. Einfach, dass er sich wieder fokussieren kann auf das, was er tut. Solche Kinder in der normalen Schule zu integrieren und nicht in eine Sonderschule stecken, das gilt heute als grosses Ziel. Die Lehrkräfte von Aurel sehen darin viel Vorteil. Die anderen Kinder lernen natürlich durch das auch mehr tolerant, oder? Gegenüber Aurel zum Beispiel. Und auf der anderen Seite, der Aurel lernt natürlich auch Rücksichtnahme. Ich denke, es ist für den Aurel zentral, dass er in seinem Umfeld bleiben kann, dass er sein Schulweg machen kann, von daheim bis in die Schule und auch wieder heim. Das gibt ihm ganz viel Selbstständigkeit. Das Problem bei Aurel: die Kosten von der Schulassistenz zahlt der Kanton Aargau nur zum Teil. Von den insgesamt 28 Schulstunden pro Woche müssen die Eltern einen ganzen Drittel übernehmen. Pro Monat 1400 Franken. Das finden sie ungerecht. Der Aurel braucht eine Vollbegleitung und wir finanzieren jetzt die Differenz aus. Und das ist nicht richtig, weil wenn wir das nicht ausfinanzieren würden, könnte er nicht in die Schule gehen. An die öffentliche Schule. Wenn er jetzt in eine Sonderschule müsste gehen, das würde der Kanton einfach extrem viel mehr kosten. Und wir haben jetzt für unseren Bub eine Lösung gefunden in der Regelschule, wo er glücklich ist und wo eigentlich ein Bruchteil von dem kostet. Und das ist das, was wir nicht begreifen. Das Bundesgericht in Lausanne hat heute den Eltern Recht gegeben. Die Praxis vom Kanton Aargau verstoße im Fall von Aurel gegen das Bundesrecht. Das Gericht hält klar fest, behinderte Kinder müssen, wenn immer möglich, in den normalen Schulalltag integriert werden. Wenn immer möglich, das heisst, wenn es für das Kind die beste Lösung ist, wenn es für die Schule auch machbar ist und finanziell verhältnismässig. Weil jedes Kind in der Schweiz Anspruch hat auf gratis Schulunterricht, können es nicht sein, dass die Eltern einen Teil der Kosten müssen zahlen. Bei der Familie von Aurel ist die Freude gross, vor allem nach den Nein bei Kanton- und Verwaltungsgericht. Ja, das ist natürlich eine riesige Genugtuung. Wir haben jetzt hier jahrelang einen Kampf gehabt. Wir haben uns immer gestossen daran, dass die Bestimmungen so einschränkend sind für die Aurel sind. Und jetzt haben wir Recht bekommen in diesem langen, langen Kampf. Und ich hoffe auch, dass sich andere Eltern von diesem Urteil ermutigen lassen, für die Rechte für ihre Kinder einzustehen. Auf der Gegenseite, Aarau im zuständigen Departement, nimmt man das Urteil gelassen entgegen. Das Bundesgericht hat den Einzelfall entschieden. Das heisst für uns, dass wir prüfen, ob wir entschädigungspflichtig sind. Das werden wir selbstverständlich machen und das gemäss Bundesgerichtsentscheid umsetzen. Ob das Auswirkungen hat auf unsere Verordnung, das wird dann die detaillierte Urteilsbegründung zeigen. Wir werden das anschauen. Für den Aurel und seine Eltern ist der Fall jetzt klar. Ob der Aargau aber grundsätzlich über die Bücher gehen muss, zeigt den erst schriftlichen Urteil von Lausanne.